Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren neuen Folge Resident Evil 4, dem Remake, meinem Let's Platin, hier auf dem Kanal. Ja, Leute, in der letzten Folge haben wir den Durchgang auf Veteran abgeschlossen und ja, haben natürlich auch dann dafür die Trophäe bekommen. Wir haben 3 Stunden 54 gebraucht, haben auch die Trophäe dann bekommen, das Spiel in unter 8 Stunden durchspielen und haben als Belohnung die Ritterrüstung von Ashley bekommen, was schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil ist, denn jetzt kann die Ashley nicht mehr entführt werden und kann keinen Schaden nehmen. Das heißt, wir brauchen da nicht mehr so auf die zu achten. Und wir werden das Spiel jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, auf Profi. Ja, ich freue mich, yeah. Ich überprüfe das hier noch gerade. Ja, Rüstung ist da. Perfekt, haben wir schon alles. Spiel laden. Mal hier. Neues Spiel plus auf Profi. Ja, für hartgesottene Survival-Horror-Fans. Ihr seht schon, automatisches Speichern ist deaktiviert. Nur perfektes Parieren ist erfolgreich. Alle Waffenmodifikationen sind von Beginn an verfügbar. Joa. Wir werden das, wie gesagt, in New Game Plus spielen. Das heißt, wir können unseren Raketenwerfer mit unendlicher Munition benutzen. Ja, das macht es aber nicht unbedingt leicht. Wie gesagt, wir haben kein automatisches Speichern. Ich glaube insgesamt, es stand zwar jetzt nicht da, aber ich habe gehört, man darf nur 15 Mal speichern insgesamt. Ja, das heißt, man muss halt genau überlegen, wo speichern wir. Wenn ich 30. sterbe, September 98. müssen wir halt wieder von dem Punkt an spielen, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich bin auch auf Veteran das ein oder andere Mal gestorben, habt ihr gesehen. Ja. Ich habe auch viel Heilung gebraucht, weil halt einfach ja so in der Hektik, in der Eile, ja, habe ich den Raketenwerfer gezückt, während ein Gegner direkt vor mir stand. Wie weit ist er denn gegangen? Das hat natürlich sehr viel Damage gemacht. Ne? Das muss ich ein bisschen unter Kontrolle bringen, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach mal. Ja. Ich werde vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger diesmal sein oder versuchen vorsichtiger zu sein. Nicht wie wild versuchen da durchzurennen. Ja. Wenn wir dann den Profi-Durchgang durchhaben, dann bekommen wir auch die Chicago Sweeper. Dies ist Jemand natürlich zu Hause? erforderlich für die Trophäe. Erhalte alle Waffen im Spiel. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. So, wir haben hier noch alles. Ja. Wie gesagt, Heilung ist halt in dem Durchlauf, denke ich mal, extremst wichtig. Hab lange überlegt, ob ich den wirklich jetzt schon als erstes machen will oder ob wir halt erst Veteran Rang S Plus machen. Aber ich denke mal, mit der Chicago Sweeper ist eine Bonuswaffe, kann man dann Rang S Plus auf Veteran machen. Weil, wie gesagt, die Handcannon ist zwar gut, aber ja, es braucht schon recht lang, diese Waffe. Was war das? Nicht dein Ernst. So, die habe ich jetzt platt gemacht, weil ich weiß, dass hier ein grünes Kraut ist. Damit wir das definitiv auch nehmen können, ne? Ich werde versuchen, halt hier so wenig Risiko einzugehen wie möglich.
Bam. Es war so klar. Es wird keinen Spieldurchgang geben, wo ich da nicht reintrete, ne? Ohne Scheiß. Ich denke, er ist tot, oder? Ja. Sieht gut aus. Können wir gleich wieder hier kombinieren und startklar machen, ne? Geht schon los, ne? Ein Glückstag. So, das ist schon mal gut, ne? Das können wir natürlich später im Veteranendurchlauf Rang S Plus nicht machen. Ich glaube, dann haben wir die Waffe halt nicht, weil wir müssen halt ein neues Spiel starten, kein neues Spiel Plus. Und ich weiß halt nicht, ob das auch funktioniert. Zum Beispiel sage ich mal mit der Pistol, ne? Also mit der Handcannon sowieso nicht. Vielleicht mit der Pistol, ich weiß es nicht. Auf die Entfernung halt, ne? Da müssen wir halt einfach mal schauen. Hier noch ein Erste-Hilfe-Spray. Na, wie gesagt, ich werde hier auch ein bisschen mehr sammeln als im letzten Durchgang auf Veteran, ne? Schon wieder eine 500.000 Peseten zusammen, das ist schon mal gut. Denn wie gesagt, wenn wir den Durchgang hier durch haben, bekommen wir halt die Chicago Sweeper. Und dann können wir die direkt schon aufpimpen. Denn wie gesagt, das ist eine Bonuswaffe und Bonuswaffen dürfen halt auf jeden Fall für den Rang S Plus benutzt werden. Das war da schon direkt auch hier, wie heißt's? Unendlich Munition haben. Ja. Das wäre dann schon mal sehr nice. So,
So, da hinten ist auf jeden Fall auch noch ein Kraut. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Dass wir auch wirklich gut vorbereitet in diesen Run gehen. Also jetzt hier so Dorfbereich. Dorfbereich geht ja noch relativ, sag ich mal, ne? Aber halt. Im späteren Verlauf wird es halt teilweise schon hart, ne? Gerade so die Insel, da kommen viele Gegner und da ist die eine oder andere Stelle dabei, ne? Oder vor allem, da werde ich auf jeden Fall schauen. Bin ich kurz erschrocken. Aber schauen, dass wir vorm Ballsaal, dass wir da definitiv speichern, ne? wegen den Insekten, wegen den Fliegen. Weil die, ja, es sind schon sehr penetrant. Da bin ich ja tatsächlich sogar auch ein, zwei Mal gestorben auf dem Veteranen-Durchlauf, ne? Das wird halt definitiv kein Spaziergang. Weil da kommen halt echt brutal viele, wie ich finde. Waren wir hier? Hier vielleicht nicht rein. Ja, weil die sind schon echt extremst lästig gewesen, ey. Na, da waren wir, ne? Also ich denke mal, jetzt hier in Kapitel 1 werde ich wohl nicht speichern. Weiß auch noch nicht, ob ich im zweiten speichern soll. Wie gesagt, ich werde hier ein bisschen vorsichtiger sein, auch mehr Gegner vielleicht töten. Dass es erst gar nicht am besten dazu kommt, dass ich sterbe. Ne? Deswegen lieber ein bisschen langsamer und vorsichtiger sein, dass wir hier halt einfach kein Risiko eingehen. Ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf einstellen, dass der Durchgang auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger geht wie der letzte von Veteran. Ja.
So, da unten ist... Ah, da hätte ich ein bisschen da hinten runterspringen, ne? Machen wir gleich. Gehen wir gleich auf jeden Fall kurz hin. Ja, hier die Weinkanne. So, das sollte keiner mehr sein. Hoffe ich zumindest mal. So, Kraut. Zack. Ja, wir haben schon ziemlich viel Zeugs im Inventar, ne? Das Problem ist halt, dass ich ungern... Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ob ich mir vielleicht einfach da so ein goldenes Ticket kaufe für den Pistol-Durchlauf. Weil ich will die Pistol-Munition ungern verkaufen, ne? Weil wir die halt brauchen, wenn wir den Durchlauf nur mit dem Messer und der Pistole machen. Das können wir ja auch auf jeden Fall in New Game Plus machen. Und da wäre es halt schon ganz nice. Wenn wir da halt genug Munition halt haben, ne? Ja, da brauchen wir nicht hin, ne? Eigentlich. Oder? Ist da nicht der Händler? Ah ne, der ist erst später da, gell? Wenn wir wieder mit der Ashley hier sind, glaube ich. Ich glaube ja. So, diesmal werde ich aber, glaube ich, dran denken, dass ich hier lang laufe. So, da war ja auf jeden Fall da dieses Seil mit dem Sprengstoff gespannt, ne? Ja, mal schauen, ob sie schon kommen, jawohl. So, das war es aber noch nicht, ne? So, da war noch eine Bärenfalle. Die können halt echt zum Problem werden, ne? So, irgendwo keucht und fleucht auf jeden Fall noch einer rum. Ich glaube, die ist da oben, gell? Ich glaube schon. Ja.
Boah, leg mich doch am Arsch. Kann man hier vielleicht... Nee, kann man nicht. Ich muss da unbedingt, unbedingt ein bisschen Zeug loswerden, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Da oben steht sie. So, zack. Okay. Da müsste hier noch die Anna sein. So, da ist auf jeden Fall Bärenfalle. Ich glaube, hier hüpfe ich mal rein. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man halt tatsächlich die, na, die Munition leider nicht in die Aufbewahrung machen kann. Na. Finde ich echt ein bisschen schade. Dann hätte ich die ganze Pistol-Munition mal wegmachen können, weil die nimmt halt schon Platz weg, ne? Was ist das? So, da haben wir schon Kapitel 1 auf Profi hier beendet. Also ihr seht, ne, Kapitelspielzeit jetzt 20 Minuten. Normalerweise ist man da in 7 Minuten durch. Aber ich will halt echt kein Risiko eingehen. Ne? So, ich mach da mal Nein. Ne? Wie gesagt, ich glaube, man darf nur 15 Mal speichern, auch wenn es nicht da gestanden hat. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das jetzt für Rang S Plus gilt, dass ich dann nur 15 Mal speichern darf. Ich weiß es nicht genau. So, der sieht mich ja sowieso noch. Sé que estás ahí.
Sorry, aber das gehört mir. So, jetzt kommen wir ja sowieso an den bei den Händlern, ne? Dann kann man da mal ein bisschen verkaufen, ein bisschen Platz schaffen. Wer ist das? Wie gesagt, ich weiß halt einfach nicht, dann lass uns mal zum Geschäft willkommen. Wie es ist, ne, mit, wenn ich da so ein Goldticket für die Pistol da halt hole, ob ich dann auch direkt, ja, unendlich Munition dafür habe, ne? Das weiß ich halt nicht. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja, ich weiß es halt einfach nicht. Ich kann ja an die Aufbewahrung kann ich ja ruhig gehen. Ne? Da ist die Blacktail. Ich mach die mal da rein. Ich schaue mir das eben willkommen. Mal kurz an. Ich hab was Neues für dich. Ja, die ist schon komplett, ne? Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und ich glaube, mit so einem Goldticket bekommt die auch keine unendliche Munition, ne? Ich glaub's eher nicht. Ist mal willkommen. Hab seltene Ware. Ach, Moment. Das können wir ja ruhig zwischendurch mal machen, ne? Wie gesagt, ich mache jetzt hier kein Speedrun für den Durchlauf. Willkommen! Ich denke mal, so ein paar schwere Granaten vielleicht weg, oder? Alles. Weil eigentlich benutze ich die jetzt ja sowieso nicht, ne? Dank, angenehme Reise! Na, lassen wir erstmal so, komm. Wo bin ich? Donde estás? Jetzt kommt der Abschnitt hier, ne? Okay. Dann machen wir es so. Machen wir so. Was soll's? So, den hier noch weg. Ja. Hier an der Stelle werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen vorsichtig sein. Da hier schon recht viele Gegner kommen, ne? Schon mal zum Großteil alle von hier machen. Ja.
So, ich denke, wir können mal runter. Ich sehe keinen mehr. Erstmal. So, hier auf jeden Fall noch das Erste-Hilfe-Spray und gelbes Kraut mitnehmen, ja. Wie gesagt, also ich bin ja recht vorsichtig, damit wir halt wirklich kaum Schaden erleiden, ne? Und damit wir auch recht viel Heilung haben für... Ja, ich höre was. Für später halt einfach, ne? Oh, da hat schon jemand Dynamit. Ah, da oben ist er. Okay. Irgendwo ist noch einer, ne? Okay, den hab ich. Also wenn ich mich nicht versehen habe, ist gerade einer das Dach runtergesprungen. Na toll. Nein. Das war jetzt natürlich nicht gut, ne? Da habe ich schlecht pariert. Das hat jetzt natürlich wieder ein bisschen Damage gemacht. Was ich nicht wollte. Mich überrascht. Langsam habe ich genug. Der hat mich überrascht. So, jetzt wurde ich zweimal getroffen, ne? Guck mal, wie viel Schaden da eigentlich schon weg ist, ne? Gehen wir lieber auf Nummer sicher, ne? Lieber so wie anders, Leute. Vor allem, da ich noch nicht das erste Mal gespeichert habe, ne?
Wehe, du stehst wieder auf. Wow. Stehen die denn einfach plötzlich hinter einem, ne? Hinterrücks. Leute, hinterrücks. Schlecht. So, dann nehme ich mal einfach den kleinen Schlüssel mit. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Verschwendet ja keinen Inventarplatz, Gott sei Dank. So. Die kann man eigentlich liegen lassen. Ne? Peseten nehmen wir natürlich immer mit. Weizen, Schwein und Kind. Gleich mixen wieder, ne? So, setzen wir ein. Scheint nicht so ganz richtig zu sein, ne? Komm schon, Alter. Hallo? Zack. Okay. Das haben wir. So, Insignien-Schlüssel. Cutscene. Und da haben wir schon das zweite Kapitel auf Profi hier beendet. Und immer noch nicht gespeichert. Ich mach weiterhin mal nein. Wie gesagt, halt alles hier mit höchster Vorsicht. So, dass, da wir diesmal nicht in einem Speedrun sind, diesmal helfe ich ihm wieder, ne? Dem Armen da. Zack. Okay. Ich sag, im letzten Durchlauf habe ich es nicht gemacht, weil wir ja da halt mehr oder weniger einen Speedrun gemacht haben, ne? Der jetzt nicht besonders gut war. 3 Stunden 54, ja, da geht auf jeden Fall viel, viel mehr, ne? Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, gibt's hier was Nützliches? Vielleicht ein Kräuterli? Nein. Okay. So. Oh nein, oh je, Hunde kommen. Leute, Hunde. Ich höre sie schon. Ich höre sie schon.
Oha. Das sind Hunde draußen, ne? Dein Ernst. Diese blöde Sau. Kam der da angerannt? Na komm, rein und mach die Tür zu. Da mal nachladen, ne? Macht wieder ein bisschen Platz im Inventar. Okay. Ja, kann man liegen lassen. Die nehme ich mal mit. So, was haben wir hier noch? Ja, Flintmunition kann man auch mal mitnehmen. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was als nächstes kommt. Aber ich denke, ich mache hier die erste Speicherung. Okay. Ja, wie gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Sind ja jetzt schon im dritten Kapitel, da kann man ruhig, wie gesagt, wenn es 15 Speicherstände sind, wo man benutzen darf, also 5 Speicherungen, dann ja, könnte man ja rein theoretisch fast in jedem Kapitel einmal speichern, ne? Außer halt im ersten, ja, da finde ich es jetzt nicht nötig, im zweiten haben wir auch nicht gespeichert. Na? Huch. Na, eigentlich wollte ich die zwei Zwillinge da treffen, ne? Ich habe den Auftrag zwar nicht angenommen, aber egal. So, schießen wir den Schatz da ab. Komm, den nehmen wir mit. Zack. Ein Smaragd. Ah, ich sehe gerade schon wieder. Ton ist weg. Moment. So, Ton vom Spiel sollte wieder da sein. Ich hoffe, es war nicht allzu lang. In der Regel gucke ich ja immer drauf. Wie gesagt, das ist irgendwie immer noch ein Problem von Elgato. Ja. Da kann ich leider so nichts machen. Einfach ist dann mal die Verbindung weg. Gut. So, jetzt sind wir hier, ne? So. Den nehmen wir auch mal mit. Ja. Ja, komm, ich mach die Tür da mal auf. Ich glaube zwar nicht, dass wir sie brauchen. Aber man weiß ja nie, ne? So. Ja,
kommt, ist das. Ah, da ist noch einer. Ist er schon oben? Ja, da ist er. Flatsch. Die Schlange hängt da auch in der Gegend rum. Die ist schon deaf. Boah, Junge. Der kam überraschend. Ein bisschen. Alter. Hör auf, mich abzuwerfen, Mann. Was soll das? Yo. Lass das. Ah, die kommen, glaube ich, erst, wenn ich runter bin. Ja, immer auf Nummer sicher gehen, Leute. Keine Scheu. Wir haben unendlich Munition. Diese sollte man natürlich dann auch nutzen, ne? So, hier schnappen wir uns auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle. Wir sollten aufpassen, da scheint wohl noch einer zu sein. Das sind meistens zwei, gell? Ich glaube nämlich, ja, ich glaube nicht, dass ich ihn erwischt habe. Da ist er. Sollte der letzte gewesen sein. Hoffe ich mal. Da kommt, den Schatz nehmen wir auch noch gerade mit. Zack. Gut Cash. Haben wir schon wieder fast 1 Million, also das sollte locker reichen für die Chicago Sweeper voll aufzupimpen, sobald wir sie haben, ne? So, sind wir hier. Schießstände brauchen wir Gott sei Dank ja nicht mehr zu machen. Das haben wir ja. Gott sei Dank. Das war ein Debakel, Leute. Ich kann es euch sagen. Na toll. Shit. Verdammt nochmal.
dein Ernst? Von wie... Wie sie da angerannt kommt, Mann. Ah, ich sehe dich da oben, Alter. Da oben ist er. Zack. Hab ich ihn? Ich glaube ja. Ja, mag sein, dass ich vielleicht auch ein kleines bisschen zu vorsichtig bin. Aber ich sag's euch, wie es ist, das ist mir egal. Hauptsache, wir haben hier den Durchgang auf jeden Fall am Ende. Auf jeden Fall sicher, ne? Wo sind sie dann? So, ich will halt einfach echt gut hier durchkommen. Deswegen lieber halt ja Zeit lassen. Vorsichtig sein. Ist mir dann doch ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Und wenn es jemandem nicht gefällt, wie ich spiele, ah, dann soll er halt einfach nicht zusehen, ne? Ja, so denke ich mir das mal. Oh, das war knapp. Das war knappstens. Das ist doch schon mal was. So, ich glaube, das Ei, das können wir direkt mal essen, ne? Nice. So, da ist auf jeden Fall einer. Deswegen auch hier Handcannon. Beim letzten Mal habe ich hier mit dem Raketenwerfer gestanden und übelst Damage bekommen. Aber er scheint nicht da zu sein, ne? Gut, ich habe auch schon viele erledigt. Bis jetzt muss ich sagen, läuft es ja eigentlich recht gut, ne? Wenn man ein bisschen vorsichtiger spielt, sich Zeit lässt. Zack. Dann geht's auch.
man keine automatische Speicherung hat, dann musst du halt einfach vorsichtiger spielen, ne? Du willst ja nicht hier ständig sterben und dann, ja, nochmal alles machen. Wo du von da, wo du als letztes gespeichert hast, ne? Das macht dann schon einen Unterschied. Wow. Okay. Na, da unten vielleicht keucht und vielleicht noch einer rund. Da, komm. Auf. Okay. Haben wir. Peseten einsammeln. Wo ich ja eigentlich langsam denke, dass wir genug haben. Aber es ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Drang, das einzusammeln. Weil ich sowas saugern mache in den Spielen. Ne? Ich sammle gerne. Das habe ich auch mal gemacht bei Resident Evil 2, dem Remake. Das hatte ich schon auf Platin und hatte einfach Bock, das nochmal zu spielen. Da habe ich ja dann auch, ne, mit unendlich Munition, Raketenwerfer, allem möglichen. Ich hatte alles eigentlich, ne. Und da habe ich nochmal gespielt, auch mit unendlich Raketenwerfer. Oder habe auch mal hier das Sturmgewehr geholt mit unendlich Munition, ne. Und habe trotzdem alles eingesammelt, obwohl ich es nicht gebraucht habe. Alles an Munition. Ich habe alles gesammelt und einfach alles in die Inventarbox gelegt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt so ein, ja, so ein Zwang. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. So, jetzt kommt natürlich hier... Moment mal. Wir sind in Kapitel 3. Wir haben einmal gespeichert. Ne? Jetzt kommt halt hier der Kampf, ne? Gegen das Seeungeheuer da. Müssten wir nochmal viel machen, ne? Ich gehe lieber mal, komm. Wir sind jetzt Kapitel 3. Einmal habe ich gespeichert. Zwar auch hier Kapitel 3, glaube ich, ne? Bin man mir sicher. 15 Mal dürfen wir. Also ich versuche dann immer so, dass wir mindestens einmal in einem Kapitel halt speichern. Dann sollte es aufgehen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich irre und dass das mit den 15 Mal Speichern einfach für den Rang S Plus bei Profi gilt. Aber ja, sehen wir ja dann, ne? Ich denke mal, es wird vielleicht sogar das ein oder andere Kapitel wieder geben, wo ich dann überspringe mit Speichern. Schauen wir mal. Würde jetzt hier der Kampf nicht kommen, würde ich auch hier nicht speichern jetzt nochmal, ne? Aber ja, es ist halt auf Profi. Da weiß ich halt nicht, wie der ist, ne? Wir werden sehen. Da habe ich schon zu spät reagiert. Mordshunger, ha?
Scheiße. Mist. Noch so ein Zusammenstoß hält das Boot nicht aus. War die falsche Richtung. Also eigentlich kann man sich das relativ gut merken hier gegen Delagos. Wenn er seine Angriffe macht, dreimal. Also die ersten drei Mal muss man nach rechts ausweichen, das vierte Mal nach links und das fünfte Mal wieder nach rechts. Das war Nummer 1, ne? Ein Mordshunger, ha? Das war das zweite Mal. Ja. Baumstämme natürlich auch aufpassen, ist klar. Weil die machen schon echt extrem Damage, ne? Muss man sagen. So, das war wieder nach rechts. Das war das dritte Mal. Das heißt, der nächste Angriff muss nach links ausgewichen werden. Nein, nach rechts! Scheiße, da habe ich zu spät gesehen. Warum? Das war. Irgendwas passt da nicht. Ich dachte. Ich habe da halt ein Video gesehen. Zu. Das hätte wieder nach rechts sein müssen, das da, ne? Und das wäre das vierte Mal gewesen. Bist du hin?
Nein! Boah, leg mich doch am Arsch. Wie gut, dass ich gespeichert habe, ne? Hast du einen Mordshunger, hä? Wo bist du hin?
sterben der endlich, Mann. Nein. Mist. Noch so ein Zusammenstoß hält das Boot nicht aus. Boah, das war knapp. Ja. Fucker, Mann. Fucker, Alter. Leg mich am Arsch. Puh. Halbe Stunde, Alter. Scheiße, Mann. Okay. Weiter. Aber nein. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Aber. Zack. Gut. Wir machen an dieser Stelle einen Cut. Oh, denk mal, die Folge ist jetzt lang genug, liebe Leute. Ja, wie gesagt, wir machen hier, sind jetzt in Kapitel 4 auf Profi, dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Den müssen wir durchspielen, zwecks Trophy. Und dann bekommen wir auch die Chicago Sweeper, auch die brauchen wir für die Trophy. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar gerne da. Gebt mir Feedback, wie ihr das Ganze hier findet. Mein Let's Platin hier zu Resident Evil 4. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder. Bis dahin macht's gut und Servus.